Hey, Hey, yo, YouTube. So, und zwar Versus Podcast Nummer 17, Lobo gegen Jackie. Und mit dabei ist der Comics-Fan 86. Sag mal hallo. hallo. Okay, und als Schiedsrichter haben wir dabei den Stigma. Ich weiß ja nicht so ganz, was meine Rolle als Schiedsrichter sein wird, aber ich werde auf jeden Fall unparteiisch handeln. Da du der Gast bist, fängst du wie immer an mit der Charaktervorstellung. Alles klar, ich habe heute dabei Jackie Estacado, The Darkness. Haben wir heute mal mit der Origin von ihm. Und zwar hat er seine Kräfte an seinem 21. Geburtstag bekommen. Das ist bei jedem Träger der Darkness. So, die Darkness spiegelt halt so die Dunkelheit wieder, die Hölle, was auch immer. Und die Träger, das wird immer von Generation zu Generation weitergegeben. Und an einem 20. Geburtstag weckt halt die Darkness. Bei Jackie Estacado war es halt so, dass er dann auf einmal die Stimme gehört hat und hat die Darkness von ihm Besitz ergriffen, sage ich mal. Also nur kurz die Origin quasi. Meine Frage wäre an dich: Würdest du Parallelen sehen zu Spawn? Ja, das ist aber bei diesen ganzen Image-Sachen aus den 90ern. Jetzt war alles sehr ähnlich, ne? Bei Darkness und bei Spawn weißt du auch, das ist genau das Gleiche. Die beiden Charaktere profitieren halt extrem vom Autoren, ne? Bridgestone hingegen wird das ja eingestellt dieses Jahr. Sind ja über 150 Ausgaben, soweit ich weiß. Alles klar, und zwar seinen ersten Auftritt hatte Jackie Estacado bei Witchblade Heft 10. Da hatte der allerdings noch nicht seine Kräfte gehabt. Es scheint in den USA bei Image-Topco Comics, also das Label von Silvestri, wo auch andere Charaktere eigentlich so in diesem Topco-Universum erscheinen. Und das ist auch recht abgeschlossen. Das war eine Zeit lang, war er auch verstrickt mit Todd McFarlane, deswegen eine Zeit lang Topco unter einem anderen Label erschienen ist und nicht bei Image. Mittlerweile erscheint aber eigentlich wieder alles bei Image von Topco Comics. Okay, da würde ich gerade mal zu meinem Charakter kommen. Und zwar haben wir, wie hättest du gedacht, DC Comics. Die Erfinder sind Keith Given und Roger Silver. Und seinen ersten Auftritt hatte er in Omega Man 3 im Juli 1983 und sah bedeutend anders aus, als es heute tut. Und sein richtiger Name ist, wie sein Superhelden bzw. Schurken, je nach dem Name, Lobo. Jetzt mal zu seiner Origin. Vorab klären wir, wir haben jetzt diesen alten Lobo genommen, Pre-Crisis, beziehungsweise ja, den echten Lobo, ne? Genau, nicht den New 52 Lobo. Und den, von dem wir jetzt sprechen, er wurde geboren auf dem Planeten Zarnia. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Und Gerüchte aus dem Planeten gehen herum, wie seine Eltern umgekommen sind. Einerseits, seine Mutter wurde von ihm getötet im Bauch bei der Geburt, oder er hat sich später eigenhändig getötet. Deswegen gilt er immer so als Ausreißer, beziehungsweise als Bad Boy. Die Tradition fuhr dann fort. Mit 16 ermordet er halt die Hälfte seines Planetens. Und mit 17 musste auch der Rest dran glauben durch ein Virus, den er erschaffen hat. Er war aber immun dagegen. Und dann war er halt gelangweilt, weil wie soll man jetzt einen komplett toten Planeten regieren? Trainierte sich bestimmte Fähigkeiten an und wurde dann Kopfgeldjäger, so wie wir es jetzt von ihm kennen. Und seine erste Begegnung mit der Erde war halt, sein Auftrag war es halt, die Justice League auseinanderzunehmen. Das hat er natürlich nicht geschafft und er ist halt weder Held noch Schurke. Hauptsache die Bezahlung stimmt, so ähnlich wie bei Deadpool. Fordert zu erwähnen ist, dass seine Parodie auch Wolverine sein soll. Genau. Seine Erfinder wollten ihn eigentlich auch so, wie ich es mir nachgelesen habe, so eine Parodie auf diesen Standard-Anti-Held machen. Ich finde auch nochmal lustig die Tatsache, dass Superman immer wieder herausfordert, da beide sich gegenseitig nichts haben können. Und es geht immer darum, Superman muss ihm halt, weil er nicht im Kampf schlagen kann, irgendwie ein Mittel finden, um ihn auszutricksen, vom Planeten zu kriegen. Zu den Ongoing-Serien natürlich, er hat ja seit dem New 52-Start ebenfalls wieder seine eigene Serie, aber wie gesagt, das ist ein komplett anderer Lobo. Dann würden jetzt die Stärken kommen. Fang mal an. Alles klar, also bei The Darkness ist das so, dass der eine höhere Beweglichkeit hat, eine höhere Geschwindigkeit und natürlich auch einen Heilfaktor. Genauso wie dass er langsamer altert, weil man diese Darkness halt trägt. Dann kann der noch Darklings beschwören, das sind dann so kleine Monster, die kann aber in der Größe und Gestalt können die variieren, so wie er kreativ ist, das ist so ein bisschen wie bei den Green Lantern Ring, so kann er diese Darklings beschwören. Auch wenn die so einen eigenen kleinen bösen Willen haben, dann kann er noch den Tarkin aus sich rauswachsen lassen, womit er dann so ein Auto quasi durch die Gegend steuern könnte und all sowas. Der kann die Darklings per Telepathie auch Befehle geben, was sie gerade machen sollen und so weiter. Der kann auch quasi ein Darkling in der Hose von jemandem erscheinen lassen, das ist in einem der ersten Comics sogar passiert und der packt denjenigen dann an die Eier und muss denen dann Informationen geben oder spioniert ihn aus, sobald irgendwo eine dunkle Ecke ist. Dann kann er sich natürlich noch einen Schutzanzug kann er sich aus seiner Kraft machen lassen, da der dann auch kugelsicher ist, ihn auch ermöglicht im Weltall zu atmen oder unter Wasser oder sonstiges. Gibt natürlich übermenschliche Kräfte. Er hat auch Vorahnung, sowas ähnliches, so eine leichte hellseherische Fähigkeit. Also wenn sich was Großes anbahnt, kriegt er vorher schon Versionen Wochen vorher, bevor das überhaupt passiert. Dann noch, dass er Spitzenleistungen im Umgang mit Waffen hat. Das heißt, nicht wirklich eine Fähigkeit, die aus der Darkness hervorgeht. Das liegt halt daran, dass er vorher als Auftragskiller ausgebildet wurde. Deswegen ist er halt mit sämtlichen Waffen sehr vertraut. Ja, und du meinst im Vorfeld, der ist total schwacher Charakter. Das ist für mich Spawn 2.0. Der hat eine riesige Palette an Fähigkeiten. Trotzdessen finde ich, das ist ein recht schwacher Charakter. Hat schon übermenschliche Kräfte durch die Darkness, klar. Allerdings ist die Kraft sehr einseitig. Da würde ich einfach mal zu den Stärken meines Charakters kommen. Die erste Gruppe, in die man jetzt ausschließen kann, ist natürlich, er ist ja ein Außerirdischer. Und dadurch lassen sich
einige Fähigkeiten ausgliedern, die dazu gehören, wie ein Heilungsfaktor, Superstärke, hebt zum Beispiel bis zu 1000 Tonnen. Er kann im Weltraum ohne Vakuum überleben, auch ohne Wasser und Essen. Er hat natürlich eine erweiterte Ausdauer und eine Schnelligkeit und ich glaube, er wird auch ein paar Jahre älter jetzt als Mensch. Dann wären da natürlich seine selbst beigebrachten Fähigkeiten, das wäre halt jetzt ein extremer Geruchssinn. Kann die Spur von jemandem durch mehrere Solarsysteme verfolgen, das finde ich auch irgendwie voll krass. Das wusste ich doch gar nicht. Genau, und dann wäre da noch so eine Fähigkeit von sich, er kann durch einen Tropfen Blut von sich selbst Kopien erstellen. Ich glaube aber, die abgeschafft wurde, die Fähigkeit, die gibt es nicht mehr aktuell. Die wurden in den 80ern, war es glaube ich sogar abgelegt. Das ist so wie bei Superman, so eine Kontextfähigkeit, die wurde für ein paar Hefte erfunden, dann wieder verworfen. Genau. Deshalb wurde glaube ich bei der Young Justice in dieser Zeichentrickserie aufgegriffen, allerdings beeinflusst das ja nicht die Comics. Aber man muss dabei sagen, ich glaube, die Doppelgänger, die er dann aus dem Bluttropfen schafft, sind auch gar nicht so stark wie er. Das sind so zu Ablenkung, würde ich sagen. Ich kenne diese Fähigkeit aus dem Comic selber auch gar nicht. Ich hatte das auch nur gelesen gehabt irgendwo. Ich hab die noch nie gesehen in den Comics, diese Doppelgänger. Dann wäre seine Ausrüstung noch da. Das wäre ein Haken mit einer langen Kette, Schusswaffen, also ein schweres Geschütz, das nur Charaktere der Superman-Klasse heben können. Natürlich Granaten und halt sein Motorrad. Und dann wäre auch noch so eine lustige Kontextfähigkeit, die auch mittlerweile abgeschafft wurde. Das wäre, er kann Waffen, Munition aller Art aus dem Nichts ziehen. Zum Beispiel schwere Geschütze, einfach so hinter seinen Rücken oder aus seiner kleinen Tasche. Das ist nämlich eigentlich total an die Maske. Es ist halt so eine Spaßfähigkeit, deswegen zähle ich die nicht wirklich mehr dazu. Ja. Dann hau mal raus, was hast du denn an Schwächen von Lobo herausgefunden? Also Lobo hat die Schwäche, dass er mit chemischen Waffen überhaupt nicht klarkommt, dass so eine Sache ist, die den fertig machen kann. Eine weitere Schwäche ist dafür, wenn er jetzt ein Kopfgeld auf jemanden ausgesetzt ist, kann der andere einfach das Kopfgeld erhöhen, dass er denjenigen nicht mehr umbringt, dann macht er den Auftrag von ihm, weil für ihn nur wichtig ist, wer mehr Geld bezahlt, dass er den Betrag beendet. Und dann ist noch eine Schwäche, dass er sich durch Frauen und sowas recht leicht ablenken muss. Wenn jetzt ein Kampf stattfindet und dann um die Ecke ist eine Bar und ein Puff auf der anderen Straßenseite, dann hat man gute Chancen, dass Lobo sich besorgt und danach in den Puff geht. Okay, sehr lustiger Charakter. Bei dir ist aber auch so ähnlich bei Jackie, der ist ja auch sexsüchtig, aber dazu später. Wie du auch schon erwähnt hast, Darkness ist einer, der verliert halt seine Kraft bei Licht. Natürlich ist halt viel stärker natürliches Licht, aber künstliches ist auch nochmal so eine Sache, die schwächt ihn auch ein bisschen. Die Kräfte von Darkness haben, geben ja ihre Fähigkeiten an ihre Kinder weiter. Und wenn sie Geschlechtsverkehr haben, sterben sie, soweit ich weiß, irgendwie. Und Jackie ist ja davor sexsüchtig gewesen. Das bedeutet, er liebt Frauen über alles und diese Regel wurde zwar ab und zu abgeschaltet, aber wenn er soweit ist und er lange Zeit keinen Sex haben kann, ist er dauergereizt und leicht zu provozieren. Wobei er mittlerweile ja Sex haben kann. Er hat ja mit der Witchblade das Kind gehabt, nachdem er die Realität verändert hat, wo Jenny wieder lebt und die Witchblade nicht mal die Mutter von seinem Kind ist, kann er auch ganz normal Sex mit der Jenny haben. Also, und was ich mir auch aufgeschrieben habe, das kann man sich eigentlich auch denken, er hat halt eine arrogante Persönlichkeit, finde ich zumindest, und unterschätzt halt die Gegner durch die Vorstellung, aha, ich bin der Stärkste, ich habe Darkness-Kraft, deswegen wäre Lobo halt einfach nur so eine Überraschung dann. Ja, das stimmt allerdings, das stimmt. Vor allem, weil er sich auch so sicher fühlt, dadurch allein schon, dass er in der Mafia verankert ist, ne? Würde ich mal sagen, fange ich direkt so mit dem ersten Punkt an. Falls der Kampf tagsüber stattfindet, hat man sowieso ein enormes Handicap für Jackie. Wobei er da ja mit seinen Mafia-Kollegen kommen könnte, aber hast recht. Darum geht's mir nicht, deswegen findet ja auch der Kampf nachts statt, damit es überhaupt irgendeine Chance gibt. Aber wenn Lobo selbst bei nachts Blitzgranaten oder sonstiges Licht benutzt, ist Jackie natürlich geschwächt, was der Lobo ausnutzen kann. Einer hat mir auch sogar mitkommentiert, dass er angeblich mit seinem Bike ihn blenden kann. Ja, auch nur bis die Tentakel von ihm das Licht kaputt schlagen, ne? So war das ja bei den Videospielen zum Beispiel. Da kommt man mit den Tentakeln mal überall die Lichter ausknipsen. Ich weiß nicht, wie viel hält denn das Bike von Lobo denn aus? Weiß ich, die Lampe wird bestimmt nicht so viel aushalten, auch wenn das ganze Bike viel aushält. Eine Lampe ist eine Lampe. Ich denke mal nicht, dass er da kugelsicheres Glas vernimmt. Hat Lobo immer Blitzgranaten dabei, denke ich jetzt. Ja, das ist doch direkt die nächste Sache. Wenn er nicht vorbereitet auf den Kampf ist und einfach nur da irgendwie durch die Gegend klopft, wird er keine Blitzgranaten dabei haben. Dass er Waffen dabei hat, das glaube ich schon. Das ist ein Auftragskiller, aber Blitzgranaten. Okay, gut. Aber die es auch braucht. Was sagt denn der Schiedsrichter? Dings tagsüber wäre, dann hätte natürlich der liebe Jackie die schlechteren Karten. Wenn es nachts wäre, dann denke ich, wäre das ausgeglichen. Allerdings, wenn man sich jetzt auf den Aspekt bezieht, welche Ausrüstung der Lobo mit sich führt und genau, wenn es jetzt zu seiner Grundausrüstung gehört. Also ich glaube, ein Auftragskiller hat in der Regel keine Blitzgranaten dabei, sonst wird man das auch an dauernd irgendwelchen Spionagefilmen sehen oder bei Hitman wird man dann ja auch an dauernd mit Blitzgranaten durch die Gegend werfen. Oder was gibt's denn auf der Straße, mit dem er halt Jackie blenden kann? Das Einzige, was mir einfällt, ist einfach eine Laterne auszureißen und ihn damit zu verprügeln. Ja gut, aber sobald die ausgerissen ist, macht sie dann nicht mehr. Und solange sie noch da ist, sagen wir mal so Darkness, steht das auf dem Dach und sieht, dass dort ein Lobo steht. Da würde er vielleicht je nachdem direkt einen Anruf machen, da die ganze Stadt korrupt ist und er bei der Mafia ist, könnte dafür sorgen, dass der ganze Block keinen Strom mehr hat und deswegen alle Lampen aus sind. Moment, aber die Regel besagt, dass im Versus Podcast die Stadt komplett menschen- und tierleer ist. Er kann keine Hilfe mehr anfordern. Ja gut, wenn sie menschenleer ist, dann wird der Strom auch weg sein. Kraftwerk läuft nicht komplett von alleine. Oh. Ich würde sagen, Schiedsrichter, ich glaube, das weil ist wenn die ganze Stadt evakuiert ist, dann würden sie ja die ganzen Sachen ausstellen. Sobald eine Stadt evakuiert ist, wird ja kein Stromwert weiterlaufen. Sonst wird das ja irgendwann anfangen zu brennen und die ganze Stadt ist niedergebrannt. Dann kommen so Leute wieder und keine Stadt ist mehr da. Ich glaube, das ist auch eine leere Runde. Da kann man jetzt auch niemanden Punkt vergeben, oder Schiedsrichter? Nee, dann ist es klar. Na gut, André, was hast du denn noch als Argument gegen mich? Gegen dich? Ja, du bist halt leicht abzulenken, ne? Und je nachdem sehe ich vielleicht, wie du meine weiblichen Darklings die ganze Zeit so lüstern anguckst, dass ich dich mit denen extrem ablenke, während ich dich angreifen kann, ganz in Ruhe. Ich dachte, der Jackie kann nur so
Trolle beschwören und selbst wenn die weiblich sind, sehen die dann aus wie normale Frauen oder was? Der hat in, ich glaube, Heft 2 war es sogar, da hat er versucht, sich eine eigene Gestalt zu erschaffen. Er kann auch einen ganzen Menschen erschaffen, das, dafür wird er mehrere Jahrzehnte brauchen. Auf die Schnelle kann er eine Frau machen, die vom Körper her komplett normal aussieht und vielleicht so ein bisschen abgedrehtes Gesicht hat. Da der Lobo aber ein Alien ist, wird ihn das nicht besonders stören. Deswegen ja. Könnte er ihn sofort mit Frauen ablenken. Jetzt sagst du natürlich, der war nicht vorbereitet auf den Kampf, allerdings, da er sowieso ein paar weibliche Darklings hat und er sieht die ganze Zeit wie Lobo, die ganze Zeit anstarrt, denkt er sich, das wäre vielleicht eine gute Methode, ihn abzulenken. Ich weiß nicht, lässt Lobo sich dadurch ablenken durch sowas? Durch eine Bar mit Frauen? Definitiv. Und wenn er dann abgelenkt ist, was würde denn Jackie machen? Ihn angreifen oder andere Darklings auf ihn drauf hetzen. Da muss jetzt mal der Henker entscheiden, ob das jetzt wirklich eine Relevanz hat. Also ich blicke jetzt hier nämlich durch die ganze Diskussion durch. Wer hat jetzt welchen Charakter? Ja, ich habe Lobo und er hat Jackie. Ah, okay, jetzt macht das mehr Sinn. Man kann halt nie wirklich in die Leute reingucken, ne? Also wenn ich jetzt in so einem Kampf wäre, wo es um Leben und Tod geht. Das ist die Frage. Das ist ein Kampf um Leben und Tod. Lässt du dich das so eine Scheiße ablenken? Jetzt eher weniger. Lobo könnte aber gut sein. Ja gut, den traue ich das auch zu ein bisschen. Vielleicht mal so kurzer Blick erhasche oder Bohrstelle hingehen. Und ja, kurzer Blick kann man in der Tatsache der Kopf abgehakt werden. Ja, das stimmt schon, aber was dann wirklich in der Situation der Fall ist, also... Jackie hat übermenschliche Geschwindigkeit, ne? Also wenn der Muskel kurz weg und kann die Tatsache klack Kopf ab. Deswegen Schiedsrichter, du musst jetzt den Henker spielen. Wer kriegt den Punkt? Ist doch klar, Jackie, oder? Wer ist nicht, weil es kommt darauf an, ob Lobo sich wirklich in so einem Kampf, wenn er... Gut, ich weiß ja nicht, je nachdem, könnte man hier unendlich Länge ziehen. Alter, du ziehst gerade die Länge. Gib doch einfach jemand einen Punkt. Ich überlege, es muss... Wir machen weiter, wir haben noch 10 Argumente vor uns. Mach jetzt mal. Na, ich gebe Jackie den Punkt. Ja, komm, hopp. Jawohl! Dann mache ich jetzt mal den nächsten. Klar, Jackie kann seine niederen Dämonen beschwören, halt so wie Minions oder Toddler, um halt die Lage zu checken. Aber Lobo schafft ja auch durchs Blut Doppelgänger. Ich weiß ja nicht, ob jetzt zu dem Zeitpunkt, wo der Kampf stattfindet, die Fähigkeit noch gilt. Aber wenn, könnte man das gegenüberstellen. Das wäre dann, dass er Doppelgänger schafft und Jackie halt seine Minions. Ja, so lala. Die Minions können ja wirklich denken und die sind unbegrenzt. Lobos Blut ist irgendwann leer. Ja, aber was ist halt jetzt ein kleiner Minion gegen halt einen ganzen Lobo? Der kann auch Lobo. Große Minions, der kann die auch ein großer schaffen. Das ist wie mit den Green Lantern Ringen. Die Gestalten sehen so aus, wie er sich sie vorstellt. In den aktuellen Comics hatte der eine ganze Zeit lang die Darkness aus sich rausgegliedert und die sah dann auch aus wie er. Und bei er sahen die Darkness wieder komplett anders aus. Die hat dann auch normale Größen gehabt und so weiter. Das variiert. Natürlich, das erste ist, also er muss es sich vorstellen, sprich Fantasie. Und anderes, das verbraucht ja auch Energie, oder? Nee, das ist unbegrenzt. Aber ich glaube kaum, dass jetzt noch erstmal Millionen Dämonen auf ihn hetzen wird, besonders, dass er da ja Lobo als Charakter nicht kennt und erstmal nur ein paar, um zu gucken, was das überhaupt für ein Typ ist. Und ja. Wenn es dann soweit ist und Doppelgänger gegen Doppelgänger, also gegen Minions, dann würde ich eher Lobo so eine Naruto-Taktik zutrauen, dass er seine Lobo-Doppelgänger gegen die Dämonen schickt und ihn dann irgendwie hinterhältig von hinten angreift, den Jackie. Weil Jackie nicht durchblickt, wer von den Lobos ist der halt der Echte. Ja, doch, da kann ich doch, da würde ich dir sogar recht geben. Wenn er den Überblick verliert, da ist halt die Frage, sehen die Lobo-Doppelgänger genauso aus wie Lobo oder sehen die ein bisschen anders aus? Es wurde variiert, wie stark die sind, aber die sehen halt genauso aus. Das ist halt die Sache. Also auch die gleichen Klamotten oder kommen die nackt auf die Welt? Nein, die kommen auch mit Klamotten und alles, so wie Lobo sich vorstellt. Und bei Jackie ist es so, der könnte es eigentlich auch, aber dann müsste der ja Dämonen erschaffen, die genauso aussehen wie er und der meint ja, und das ist wieder wie Menschen erschaffen, dafür braucht er zu lange. Das ist so aufwendig. Eben. Also wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass Lobo sich von Frauen ablenken lässt und sich dann einen Minion vorstellt, der aussieht wie eine Frau, dann würde diese Taktik nicht aufgehen. Das mal vorweg. Wie du schon gesagt hast, wenn Lobo sich einen Doppelgänger erschaffen lässt und damit Jackie verwirrt oder wenn es mehrere sind, dann könnte dieser Plan doch schon in Erfüllung gehen. Also dann würde ich doch schon zu Lobo tendieren. Das wollte ich hören. So, soll ich nochmal den nächsten Argument bringen oder willst du mal? Also, die sind mittlerweile ja in den Kampf verstrickt und so weiter und Jackie geht hin und schickt einen seiner Darklings, die können ja auch teleportieren. Dann kann er ja per Telepathie sagen, mach das und das jetzt. Und den schickt er dann zu seinem Mafia-Kollegen, mit er noch mehr Unterstützung bekommt, sodass Lobo noch zusätzlich die komplette Mafia aus New York am Hals hat in diesem Kampf. Ich dachte, die Stadt ist leer. Genau. Aber da kann die ja rufen. Da kann die ja telepathisch überall hinschicken. Ich weiß nicht. Aber Leute dazu rufen kann ich mir doch, oder? Ja, wenn klar. Aber selbst wenn er manche Leute ruft, selbst wenn, es sind ja normale Menschen, was sollen die gegen Lobo ausrichten ohne Kräfte? Ja, der hat Waffen und Lobo wurde auch schon öfters so dargestellt, dass er eine normale Kanonenkugel was anhaben kann. Ehrlich? Ja. Der hat doch einen übertriebenen Heilungsfaktor und Stahl hat. Das ist mal so, das variiert bei Lobo. Das ist also genauso wie deine Fähigkeit dem Regenerieren von anderen Lobos hat er die auch, ist bei ihnen das genauso, dass er durch Schuss Waffen verletzt werden kann. Da steht sogar eine Wikipedia-Eintrag in den Englischen. Das ist noch eine der Sachen, die ich verstanden habe. Danach haben meine Englischkenntnisse aufgehört. Er kann verletzt werden, aber trotzdem würde sein Heilungsfaktor einsetzen und ihn retten. Allerdings, wenn er unter Dauerbeschuss steht, von den Darklings auch angegriffen wird und Jackie an der Backe hat, wird halt von allen Seiten was passieren, ne? Das wäre nämlich auch so ein Argument von mir, weil ich habe nämlich aufgeschrieben, Jackie ist halt gewöhnt, mit Schusswaffen zu kämpfen, als Mafia, mit Kleed und Lobo hat halt stahlharte Haut, kann aber auch halt, wie du sagst, von Kugel getroffen werden oder hat einen Heilungsfaktor. Und das würde ihn halt Nahkampf zumindest mehr bringen, denn er ist halt ein Tank und Jackie ist halt gewöhnt, mit der Darkness-Kraft zu kämpfen. Und, und selbst wenn er halt seinen Nahkampf anwendet, Lobo ist halt einer, der verfolgt die Muhammad-Ali-Taktik, sprich einstecken und zweimal mehr austeilen. Wenn es so ein Nahkampf
Nahkampf kommen würde, wäre Jackie durch seine Age-to-Age-Fähigkeiten ein bisschen besser. Definitiv, allein schon, weil er ja auch Kampfausbildung genossen hat bei seiner Hitman-Ausbildung und halt noch Tentakeln dabei um sich rum hat. Und dazu noch diese Rüstung, die ja auch unzerstörbar sein soll. Nee, mein Punkt war gerade eben, dass Lobo mehr im Nahkampf drauf hat. Nee, da habe ich mal gegen gemeint, dass Jackie mehr drauf hat. Da habe ich gerade falsch verstanden. Was kann er denn? Hat er irgendwelche bestimmte Kampf... Ja klar, der ist ausgebildeter Hitman. Das heißt, Nahkampf gehört definitiv dazu. Welche Kampfart das ist, weiß ich nicht. Dazu hat er noch Tentakeln an seinem Körper, sodass wenn er sich ja zum Beispiel so nach hinten weg vom Gegner schmeißt, dass die Tentakeln ihn wieder hochschmeißen können und der den dann zum Beispiel mit einem Tritt angeflogen kommt. Dazu kann er sich auch Körper über Klingen rausmachen mit der Darkness, so dass er messerscharfe Kanten hat und alles. Und das ist ja auch kein normales Metall, was er am Körper trägt. Das ist ja die Darkness. Und ich denke mal, die Darkness wird in der Klingenform definitiv Lobo auch verletzen können. Gerade wenn auch Kugeln ihn je nachdem verletzen können. Also ich denke mal, Nahkampf hätte Lobo und schlechtere Karten. Und Jackie hat ja auch noch extrem schnelle Geschwindigkeit. Also er hat übermenschliche Geschwindigkeit und ist extrem beweglich. Also Agilität ist so bei denen die Stärke, so ungefähr wie bei Daredevil. Aber wenn ich mir das im Kopfkino vorstelle, dann wäre wahrscheinlich auch so eine Taktik, dass Lobo den halt vielleicht umarmen will, also sprich erdrosseln oder beziehungsweise das Rückgrat brechen will und dann wird halt durch seine Klingen aufgespießt. Das wäre auch nochmal ganz lustig. Du kennst das ja bei so Kampfspielen, wenn man dann so einen riesigen Typen nimmt und dann gegen so einen etwas zierlicheren, der aber schnell ist. Das ist schwer zu sagen, wer da gewinnen würde, weil Jackie ist extrem schnell und beweglich. Aber jetzt auf den Aspekt, was ist denn besser? Klar, er ist ein Hitman, er hat halt diese Techniken, er hat gelernt, nicht wie man kämpft, er hat gelernt, wie man tötet, aber ja. Lobo hat halt gelernt, wie man austeilt, so halt wie ein Tank, ist die Sache dabei. Ja, aber deswegen sitzt auch jeder Schlag und jeder Tritt von Jackie und jede Klinge, weil er weiß, wie man jemanden umbringt. Der konzentriert sich den kompletten Kampf darauf, den Gegner umzubringen, während Lobo vielleicht ein bisschen kopflos an die ganze Sache rangeht und einfach wieder Hulk im Wutmodus um sich rumprügelt. Okay, dann lass ihn erstmal den Henker entscheiden. Was zählt mehr im Nahkampf? Schlagkraft oder was auch immer hinher. Also es kommt wirklich auf die Situation an, wer jetzt die Oberhand gewinnt. Es kann ja sein, dass entweder Jackie oder dem Lobo ein Fehler unterläuft und dann profitiert die andere Partei davon. Ja, Beispiel, dann wird der Fehler bestimmt Lobo passieren, da kopflos an die ganze Sache rangeht. Man muss dazu sagen, nicht komplett kopflos. Er ist jetzt nicht so dumm und ist in Rage. Er hat nicht gelernt, wie man tötet, er hat gelernt, wie man kämpft. Das ist so was anderes halt. Auch mit dieser Hitman-Ausbildung. Ich weiß ja nicht genau, das ist ja, scheint ja ein Oberbegriff zu sein, was das genau beinhaltet. Ob das irgendeine Kampfsportart oder mehrere beinhaltet. Ich denke mal, das ist sowas wie jemand halt zu entwaffnen oder halt zum Beispiel in den Hals zu schlagen, dass er keine Luft mehr kriegt und den halt irgendwie mit einem schnellen Kick auf den Boden kriegen. Weil bei Jackie zählt jede Bewegung darauf hin, den Gegner umzubringen. Plus Tentakeln, die er hat, die um sich rumschlagen. Da hat zwar Lobo seine Kette, allerdings ist die, ich weiß nicht, ob er die Nahkampf so gut schwingen kann. Während die Tentakeln selber austeilen können, Nahkampf. Bei der Kette ist es immer so ein ganz extra Aspekt, den ich später noch ansprechen wollte. Es ist wie beim Ghost Rider. Es wurde nie definiert, wie lange er die Kette machen kann. Da sie zu Teil fest ist und zu Teil aus kosmischer Energie besteht, deswegen kann er sie, ich sag mal, fast unendlich lang werden lassen. Ja, aber eine Kette gegen 4 Tentakeln sieht auch wieder schlecht aus. Ja, klar, aber der kann sehr beliebig rumschwimmen und Tentakeln immer wieder abschneiden. Ja, das kommt halt wirklich drauf an, wie die Situation ist. Man kann das jetzt hier theoretisch unendlich ausmalen, dass zum Beispiel Jackie oder Lobo ausrutscht auf irgendeinem Stein oder irgendwo hängen bleibt und dann gewinnt andere Partei. Sigma, es geht darum, du musst jetzt in Sachen Nahkampf nur einen Punkt vergeben, nicht den ganzen Podcast beurteilen. Deswegen ist es eine schwere Aufgabe, den Schiedsrichter zu spielen. Ich hätte jetzt Jackie den Punkt gegeben. Das ist doch... Für den Nahkampf, ne? Ja. Sehr gut. Haben wir einen Punkt für den Nahkampf. Wenn man den Zuschauer diesen Podcast hate und disliken, ist es nur wegen dir, okay? Klar. Also, mein nächstes Argument wäre, das wäre so eine typische Lobo-Taktik. Das kann man sich denken, er fängt Jackie mit seiner Kette, umwirkt ihn halt und fährt mit seinem Motorrad wieder nach vorne oder besser nach oben, stranguliert ihn dabei und fährt dann wieder zum Mond oder zur Sonne und schmeißt ihn halt zum Beispiel rein. Dann frage ich mich halt, ob Jackie schaffen würde, schnell sich zu befreien, vor allem gegen kosmische Energie. Ja, definitiv. Während Lobo diese ganzen Sachen versucht, hat er ja die ganze Zeit die Darklings an der Backe. Das ist ja nicht so wie bei Lobo, dass sich Jackie erst verletzen muss. Die Darklings sind sowieso den kompletten Kampf die ganze Zeit dabei. Und er hat die ganze Zeit diese Darklings, die auf ihn rumdrechen. Und selbst wenn er es schaffen würde, ihn ins Weltall zu werfen, ist er erst an der Sonne durch das Licht gefährdet. Das ganze Weltall ist dann sicher dunkel. Und damit durch seinen Anzug im Weltall atmen kann, hat er genug Zeit, wieder zu sich zu kommen, weil da die Sonne nicht um die Ecke ist. Wurde auch schon mal in den Comics definiert, wie schnell das Motorrad von Lobo ist, weil er reist damit ja durch ganze Galaxien, muss man dazu sagen. Ich glaube, dafür gibt es bestimmt keine Definition. Das ist einfach da, das Motorrad. Und das ist... Ich glaube, das fliegt mit Warp-Geschwindigkeit. Ja, schneller wie Lichtgeschwindigkeit. Das Licht braucht ja 8 Minuten, um halt die Erde zu erreichen. Bei Überlichtgeschwindigkeit bräuchte er vielleicht nur 4 oder 6 Minuten, um zur Sonne zu kommen. Jackie hat nur 4 oder 6 Minuten, die er komplett im dunklen Raum ist, wo Jackie seine komplette Kraft entfalten kann. Ja, halt im Weltraum, aber kommt es darauf an, dass Jackie gegen die Zeit steht. Desto näher sie an die Sonne kommt, desto weniger Kräfte hat er. Und er hat halt nur 6 Minuten Zeit, um sich zu befreien. Ja, aber er hat 6 Minuten Zeit, wo seine kompletten Darklings, seine Tentakel noch um sich schlagen und das versuchen, das Motorrad zu zerstören. Weil das Motorrad wird ja nicht unzerstörbar sein von Lobo. Und dann sitzt er im Weltall fest, wo er nichts mehr mit Licht machen kann und hat Jackie und die Darkness an der Wache. Sagen wir mal, es kommt zu dem Szenario, dass er schafft, Jackie mitzureißen, aber er sich rettet befreit, sein Motorrad zerstört und beide auf dem Mond landen. Dann hat Lobo keine Chance mehr. Ja, dann ist die Frage, wie beide ohne Schwerkraft kämpfen können, beziehungsweise halt, ja, mit der Schwerelosigkeit. Da kann Jackie hingehen und kann seine Tentakel die ganze Zeit so in
den Boden fahren kann, sodass er einen stabilen Halt hat. Oder seine Klingen. Oder seine Klingen, ja. Der kann sich Klingen unter den Füßen machen. Oder so Greifdinger, die sich so in den Boden reingreifen. Da sind ja die Möglichkeiten unbegrenzt, wie er von seinem Darkness-Kostüm halt aussehen kann. Das variiert ja auch von Zeichner zu Zeichner immer sehr stark. Würde Lobo dann sich einfach mit seiner Kette festhalten, beziehungsweise... Der kann vielleicht mit Schwerkraft umgehen, da er oft einfach so im Weltraum unterwegs ist. Ich denke mal, da wird das so sein wie Superman, der auch einen stabilen Halt auf dem Mond findet. Ja, eben. Dann muss man den Aspekt berechnen, wenn beide dann wirklich auf dem Mond sind, wo halt andere Regeln gelten. Ob dann Jackie immer noch diese übertriebene, schnelle Geschwindigkeit drauf hat, wie auf der Erde. Gut, das ist echt die Frage. Was sagt denn der Schiedsrichter? Die Frage ist dann auch noch, zu welcher Tageszeit, beziehungsweise... Ach, Tageszeit, die sind auf dem Mond, da gibt's keine Tageszeit. Nee, das ist natürlich. Auf dem Mond gibt's ja auch klar. Keine... Ja, gut, klar. Nein, da muss man sagen, auf welcher Seite des Mondes sind sie. Ja, gut, auf der Dunkle. Dann... Komm, wenn sie schon auf dem Mond landen, dann wenigstens auf der Dunkle. Ja, weil... Macht schon einen Unterschied, aber kann Jackie, wenn er die Tentakel in den Mond rammt, hat er dann immer noch welche zur Verfügung, mit denen er sich eventuell verteidigen könnte? Ja klar, die Tentakel sind unbegrenzt, er kann sich natürlich so viele wachsen lassen, wie er will. Okay. Aber irgendwann, ganz ehrlich, wenn er so viele Tentakel entstehen lässt, dann verliert er auch selbst irgendwann mal die Übersicht, beziehungsweise das verdeckt ihn dann halt die Sicht. Ja klar, der hat ja auch nur begrenzt Platz auf dem Rücken, die haben ja je nachdem, was im Durchmesser die haben, passen vielleicht nur 6 Stück auf dem Rücken, das weiß man ja nicht, ne? Wenn er jetzt wie Dr. Ock wäre und 2 bis 3 benutzt, um sich zu verankern, hat er halt nur die Hälfte für den Kampf. Muss auch wissen, die Tentakel können auch je nachdem Schlammköpfe sein, die nochmal ein Eigenleben haben, dass er sich jetzt gar nicht auf die konzentrieren muss, dass er einfach nur so einen riesigen Schlangenkörper an sich dran hat, ne? So haben sie es zum Beispiel auch in den Videospielen umgesetzt, die auch so ein bisschen ihr Eigenleben haben. Ja, aber selbst wenn er jetzt eine Hydra bestellt, eine Hydra hat ja, wie du sagst, ein Eigenleben, aber es ist halt nur ein Tier, also ein Dämon, der nicht so schlau ist wie ein Mensch, also wie jetzt Jackie. Der konzentriert sich nur darauf, versucht den Gegner irgendwie zu beißen oder so weiter. In den Videospielen zum Beispiel haben sie einem immer das Herz rausgerissen, diese schlangenähnlichen Körper. Ja, aber ne? Denkst du wirklich, Lobo ist nicht gewöhnt mit Monstern oder irgendwie kosmischen Überwesen zu kämpfen, dann ist die Hydra von ihnen auch kein Problem. Der müsste sich mit den Hydras beschäftigen. Je nachdem hat er immer noch Darklings an der Backe, die vielleicht auch, und wenn sie nur am Bein sich irgendwie festklammern und ihn die ganze Zeit abfacken, ne? Die springen halt noch auf dem Kopf rum, sind dann die ganze Zeit beleidigen. Die sind definitiv eine Ablenkung. Vor allem, wenn er die permanent um sich rum hat. Ja, Lobo, da kann man auch mal den Zweck beleuchten, weil Lobo ist einer, der lässt sich halt leicht provozieren und dann wäre er dadurch halt sehr abgelenkt. Und wenn du mal gerade so die Texte durchliest, weiß ich, wie viel du von Darklings schon gelesen hast, die drücken sich schon ziemlich scherber aus, die Darklings, und sind dann rumfluchen, bepissen Leichen, die Jackie gerade umgebracht hat und so weiter. Ne? Die gehen schon gut ab. Die sind auf dem Beide auf dem Mond. Und wer gewinnt zum Beispiel diesen Kampf? Was sagt denn der Henker? Noch eine kurze Frage. Ist Jackie, wenn er die Tentakel im Mond drin hat, ist er dadurch beweglich? Oder hat er die schnell wieder aus dem Mond rausgezogen? Oder dauert das seine Zeit? Er kann die auch einfach abstoßen, ne? Oder kann die auch so beweglich da irgendwie dran machen, ne? Dass er da so ein bisschen wie an so ein Seil hängt. Weißt du, wie ich das meine? Wo dann die ganze Zeit dran rumkämpft. Man muss sich halt vorstellen, als wäre das halt Dr. Octopus, dass er halt seine Arme halt im Boden hat. Es ging mir halt nur darum, wenn Dr. Octopus zum Beispiel die richtig fest in dieses Mondoberfläche reindrückt, dann ist es, glaube ich, nicht so einfach, die wieder da rauszubekommen. Müsste ich aber nochmal kurz an eine Frage an Lobo stellen. Was würdest du jetzt machen, um dich jetzt in diesem Kampf zu behaupten, wenn ja Jackie in dem Punkt klar die Oberhand besitzt, weil er dich durch seine Hirns oder was er da hatte, sich ja klar ablenken kann. Wie würdest du da an dem Punkt verhalten? Nicht wie ich mich verhalten würde, aber was ich mir denken würde, wie Lobo sich verhalten würde, wäre dass er halt die ganzen Minions, das ist halt wieder diese Naruto-Taktik. Die Minions sammeln sich auf den, springen auf ihn rauf, tollen auf den herum und beleidigen halt. Was Lobo machen würde, dann würde er halt von seinem Körper halt abstoßen oder wegwerfen. Ja, und damit wäre er halt erstmal beschäftigt und müsste dann immer wieder halt hoch und runter gucken, um mit der Hydra und mit den Minions klar zu kommen und gleichzeitig noch mit Jackie. Aber es würde ja halt nicht so viel ausmachen, weil irgendwann mal würde er auch die Hydra am Kopf nehmen und den irgendwie einen Kopf nach dem anderen ausreißen und die Minions halten ihn ja nicht wirklich auf. Die nerven ihn halt nur, aber irgendwann mal sagt er, ja gut, ignoriere ich dir, da kümmere ich mich jetzt nur um Jackie, die stören mich auch nur. Meine Frage wäre, wie lange kann er die Tentakel werden lassen? Das ist nicht wirklich definiert, das ist ja auch genauso wie die Anzahl der Leute, die können, das ist auch nicht definiert. Desto mehr Dunkelheit da ist, desto mächtiger wird Jackie natürlich, ne? Und wenn das jetzt echt komplett im Dunkeln ist, so, der kann eine ganze Armee direkt Lobo rumhaben, die den, und wenn sie ihn auch nur abfacken, weil sie jetzt nicht die stärksten sind, die haben zwar eine gewisse Kraft, aber das wird es auch nicht genau definiert, wie groß, wie stark diese Viecher sein können, aber da kann er eine ganze Armee um sich rum haben, permanent halt. Ich muss mir auch überlegen, wenn da jetzt sehr viel Dunkelheit besteht und er die Tentakel halt sehr lange werden lassen kann, also vergleichen mit der Kette von Lobo, dann könnte doch die Tentakel durch die Erde durch den Mond und den von hinten angreifen, das wird gehen. Genau, ja. Die würden dann vielleicht ein bisschen länger brauchen, aber der Mond ist ja jetzt nicht so groß. Irgendwann würden sie ankommen, dann ist die Frage, wie lange der Kampf dauert, und da Lobo nicht der schnellste ist und Jackie vielleicht mit der Schwerkraft nicht ganz so gut zusammenkommt. Das wäre aber wie so ein Cartoon, dann würde Lobo gerade irgendwie mit den Minions klarkommen oder Hydra auf einmal stupst irgendwas von hinten an, der guckt nach hinten und da kommt der Tentakelbild eine Faust und schlägt dann wie in so einem Cartoon. Ja. Kann mich nicht dran erinnern, dass der Mond keine Schwerkraft... Er hat halt Schwerkraft, aber die ist irgendwie 16 Mal leichter als auf der Erde. Ja, trotzdem. Man kann aber so sehen, der hat halt nicht die krasse Geschwindigkeit bestimmt, die er auf der Erde hat, dafür hat er aber da noch mehr Darkness-Kraft. Genau, Lobo kommt halt auch im Freien aus, im Kosmischen und würde auch sich rechts so schnell orientieren. Ja, dann müsste doch, also wenn du den Punkt mit dem Orientieren bringst, aber gut, auf dem Mond, ich weiß nicht, ob man sich da wirklich groß orientiert.
orientieren kann. Oder was, ob es was zu orientieren gibt. Naja, im Mond ist es genau wie in den Grand Canyon. Es sind einfach überall Felsen und mehr nicht. Würde eigentlich Lobo schon den Vorteilspunkt bekommen, weil er da halt, wie gesagt, wenn... Du meinst eine gewohnte Umgebung einfach, Georg. Ja, der ist mit dem Terrain vertraut. Genau, Heimvorteil, ne? Das ist kein Argument mehr. Nee, ich kann mich nur verteidigen. Nee, weil ich habe ein letztes Argument, das ist das Killer-Argument. Kann man nichts dagegen sagen. Jetzt. Jetzt kommt's, ne? Auch wieder dafür die Frage, also zu Verständnis. Wie ist es bei Jackie? Kann er sterben? Was passiert, wenn er jetzt in der Hölle landet? Kommt er wie John Constantine wieder zurück? Oder kann er wirklich endgültig sterben? Der hat einen extrem krassen Heilfaktor, ne? Und der hat dann die Rüstung an, die dann unzerstörbar machen kann. Also es ist halt die Frage, wie willst du den umbringen? Nehmen wir einfach mal an, er stirbt. Er kann einfach sterben, sagen wir mal. Er kann sterben, definitiv. Indem, dass er die Darkness verliert. Dafür muss er Sex haben. Okay, mit Lobo hat er schon mal... Ja, mit Lobo wird er schon das Seife fallen lassen, gell? Ich wollte gerade sagen, das ist eigentlich die ultimative Taktik von Lobo. Er muss einfach nur kurz was wegstecken und dann ist das Ding gewonnen. Also. Aber, wenn Jackie stirbt, dann wird er wie ein Mensch behandelt. Sprich, er kommt dann je nach in den Himmel oder in die Hölle, gell? Das kann ich ehrlich gesagt gar nicht sagen, weil da wird zwar die Dunkelheit, die Angelus mit Engeln, das wird alles behandelt, aber so krass wie bei Spawn wird das Himmel- und Hölle-Thema gar nicht aufgegriffen. Denn mein letztes Argument wäre, Lobo war, das haben auch ein paar Leute geschrieben, das letzte Argument ist halt, Lobo war im Himmel und in Hölle und ist deswegen fast unsterblich. Er ist nirgends willkommen, wenn er halt da oder landen würde, die würden ihn wieder rausschmeißen und wiederbeleben. Immer wieder. Er kann halt nur von seiner Rasse getötet werden, noch dazu, oder von kosmischen Wesen verletzt werden oder besiegt werden. Und deswegen hat er von Anfang an einen Vorteil gegenüber magischen Wesen. Und ich denke mal, Darkness kann in die Kategorie Magie eingestuft werden und nicht in Kosmik. Ja. Dann ist aber die Frage, wenn er immer wieder kommt und dann würden die immer wieder den Kampf kommen. Gehen wir davon aus, dass Jackie gewinnen würde, ne? Mhm. Dass Lobo stirbt. Und dann wird er wiederkommen. Dann würden die beim nächsten Aufeinandertreffen, sag ich mal, wird Jackie wieder gewinnen. Weiß aber, dass Lobo nicht sterben kann. Deswegen muss er den festhalten. Dafür braucht er ja nur einen dunklen Kellerraum, wo auf gar keinen Fall irgendwann mal Licht brennen wird. Das wird komplett reichen. Der weiß, wie man Leute effektiv umbringt, ohne dass sie Blut verlieren, weil Lobo kann ja seine Regenerationsfähigkeit da, dass er die anderen Lobos erschafft, kann er ja mit seinem Blut machen. Wenn jetzt aber Jackie hingeht und ihn so alles abklemmt, alle Gliedmaßen, dass wenn er da was abschneidet, dass da kein Blut rauskommt und der einfach den ganzen Tag Darklings den ganzen Tag die Gliedmaßen abschneiden kann, kann er ihn ein Leben lang im Keller gefangen halten. Okay, aber auf den Aspekt zu kommen, da braucht Jackie ein bisschen länger. Vor allem, wenn halt Lobo zurückkommen würde, wäre er schon mal vorbereitet auf den Kampf und hätte schon mal eine Strategie parat. Ich sage nur, falls er zweimal gegen ihn gewinnen sollte und ihn irgendwie versucht festzuhalten, weil er weiß, dass er ihn nicht umbringen kann. Genau, aber Lobo würde, glaube ich, doch schon aus dem Keller rauskommen. Beziehungsweise, warum sollten die überhaupt von Anfang an in den Keller sein? Wie kriegt er ihn, der Lobo, da runter? Jackie hat ihn die Gliedmaßen abgehackt und hat ihn in diesen Keller geschafft. Von dem Szenario, Lobo stirbt, kommt zurück. Er hat schon mal eine Strategie. Jackie nicht so wirklich. Vielleicht kommt er auf diese Idee mit dem Gliedmaßenabstand in den Keller schleppen. Aber Lobo ist ja dann schon vorbereitet und würde dann halt einen Sieg kassieren, weil er schon eine Taktik parat hat, wie er halt diesen magischen Wesen umgeht. Gut, klar. Wenn er stirbt, kann er sich also wieder an die Sachen erinnern, oder wie? Ja, natürlich, weil es ist also, er stirbt und kommt in so eine andere Dimension. Kommt weder in den Himmel noch in die Hölle. Das heißt, er wird wieder in unsere Dimension zurückgeschickt, unverletzt und wieder geheilt, sag ich mal. Ist das grundfeste Fähigkeit oder ist das einfach nur mal in irgendeiner Geschichte passiert? Nee, soweit ich weiß, ist auch was Grundlegendes. Das sagen auch alle Fans, auch bei mir, Leute haben auch kommentiert, dass es halt der Fall ist. John Constantine, der ja auch nicht sterben kann. Weil das ist halt so ein dogmatisch. Abgeschlossen hat. Ja, aber bei Lobo ist halt kein dogmatisches Gesetz. Das ist einfach so, dass beide Himmel und Hölle ihn einfach nicht leiden können und die sagen, nö, kommst du nicht rein. Okay, weil irgendwie müssen wir einen Punkt vergeben, weil steht nämlich gerade 2-2. Also. Oh, die spannende Frage. Ist das letzte Argument? Ist das der entscheidende Punkt? Ja, Mann, Final Countdown. Leg los. Kann Lobo sterben? Das hast du doch eben selbst beantwortet. Also, wenn er immer wieder zurückkommt, dann nein. Es sei denn, kann Jackie auch in die Hölle kommen? Ist das irgendwie? Natürlich, aber er kommt dann nicht mal wieder raus wie Hellboy oder Hellblaze. Kann man in der Hölle sterben? Also, kann man in der Hölle quasi sterben? Das wurde im letzten Podcast auch geklärt. Aber da beginnt wiederum die Frage, wie ist da? Lobo ist dann auch wieder als fester Körper, so wie Hellboy, und Jackie ist dann einfach nur als Seele, aber manifestiert als fester Körper. Und wenn die Seele sterbt, dann auch die Frage, kann eine Seele sterben? Ja, die Seele kann nicht sterben. Das ist schwer zu sagen, finde ich. Kann Jackie mit der Darkness sterben? Das weiß ich ehrlich gesagt. Das kann ich nicht sagen. Der ist in der Comics noch nicht mit der Darkness gestorben, deswegen ist das schwer zu sagen. Ach so, okay. Das ist nämlich jetzt nämlich knifflig, weil ich will hier für einen Moment, gibt's eine Methode, Darkness zu extrahieren aus Jackie? Es ist das zuletzt sogar passiert, weil Jackie wollte die loswerden. Das von Darkness ist auch mittlerweile schon seit über 2 Jahren oder seit gerade so 2 Jahren kein Comic mehr erschienen, weil die Story gerade bei dem so ein bisschen ins Nichts gelaufen ist. Der hat ja die Darkness abgegeben gehabt durch einen Voodoo-Zauber und die Darkness hat sich dann vereigenständigt. Mittlerweile dann zum Schluss dieser Story dann ist sie wieder in seinen Körper zurückgekommen, seitdem ist aber kein Heft mehr erschienen. Aber es ist möglich, Darkness daraus zu extrahieren. Lobo könnte ihn wieder rausfinden, wenn er schon mal ein bisschen Erfahrung gesammelt hat, was dabei unwahrscheinlich ist. Einfach mal jetzt die finale Kernaussage. Lobo kann nicht sterben, ja oder nein? Ja, er kann nicht sterben. Er ist eigentlich hier klar im Vorteil. Wenn Jackie durchaus sterblich ist, wenn man ihm die Darkness entzieht, ob das Lobo überhaupt rausfindet in der Zeit. Dann ist aber wieder die Frage, ob der Kampf jetzt nur auf Jackie sich konzentriert oder ob du allgemein die Darkness meinst, weil die Darkness kann sich sofort einen Wirt nehmen und Lobo weiter beangreifen. Ein Wirt bei einer Stadt ohne Menschen. Okay. Ich hab nichts gesagt. Aber Leute, man, ganz ehrlich, wenn ich mir die Kommentare von mir angucke, irgendwie waren alle für Lobo, das ist einfach so. Das ist aber Fanboy-Gehabe, da kannst du sagen, was das ist. Also da gibt's ja Sympathie. Ja, die meisten kommen auch wenn ich mir im Internet angucke mit Debatten mit Lobo jetzt mit anderen Charakteren, dann kommen auch die meisten mal mit der Gemeinde,
damit, ja, er ist ein kosmisches Wesen, er kann nicht sterben. Ich selber, also wenn es danach geht, bin ich mehr feier. Ich feiere Lobo auf definitiv mehr wie The Darkness. Ich hatte mir The Darkness nur für den Kampf ausgewählt, weil The Darkness ist ein Charakter, den ich sehr cool finde, ne? Ich würde hier ehrlich gesagt für ein Unentschieden tendieren, aber ich glaube, dann wird, dann wird Katsura... Dann raste ich aus hier konkret, aber... Letzter Podcast war auch schon unentschieden, weil beide nicht sterben konnten, aber in dem Fall kann hier einer sterben, deswegen würde ich auch hier einen Sieger küren. Gut, dann küren wir Lobo, Lobo als Sieger, ja, Lobo, ja. Stigma gewinnt. Stigma gewinnt. Stigma gewinnt immer. Wie Batman Scarecrow anguckt und sagt, warum hast du eine Maske auf, warum liegt da Stroh? Ja, Jungs, dann sind wir endlich durch und jetzt haben wir endlich wieder einen Sieger. So, ich bedanke mich immer fett, dass ihr mitgemacht habt, auch mit dem Schiedsrichter und dies und das. Ja, haut da rein. Danke mich da mal kurz, dass ich mitmachen durfte als Schiedsrichter, war zwar jetzt so spannend selbst als Teilnehmer am Podcast und ja, bis dann. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal.